Hallo und willkommen zurück, endlich mal wieder zu einem neuen Video. Ihr merkt vielleicht schon was, Hintergrund ist anders und alles. Ja, ich bin gerade nicht zu Hause. Ja, merkt ihr vielleicht auch an der Mikroqualität, ist etwas schlechter. Ja, müssen wir jetzt so mal mit leben. Wir befinden uns hier in Minecraft vor dem großen Steam-Chip. Ja, und ich wollte euch einfach mal so eine kleine Führung durchgeben. Nicht wundern, es sieht alles ein bisschen anders aus. Das liegt jetzt daran, dass wir mit LabyMod spielen. Da haben wir jetzt zum Beispiel hier einen Sprachchat. Hallo, Sprachchat, sehen wir das? Also gleich. Genau, wenn Mr. Brain jetzt anhätte, würde er natürlich jetzt, würde er mich hören können. Wenn ich jetzt den hier drücke, dann würde er mich hören. Aber er ist gerade AFK und er hat nicht so ein Symbol neben sich, wie ich jetzt zum Beispiel. Ja. Ihr merkt, es ist auch sehr, sehr ruckliger. Es ist nicht so schön. Wir haben gerade mal 6 FPS. Aber der Computer hier gibt halt nicht mehr hin. Oder mehr her. Das ist gut mit der Tastatur hier. Naja. Genau. Es wird heute auch noch eine kleine Room zu kommen. Vielleicht. Ja. Gibt ja nicht wirklich viel zu zeigen. Aber ja. Gut. Dann würde ich sagen. Oh, Nick. Lass mich mal ganz kurz hier ein bisschen was laden. Okay, dann müssen wir halt ein bisschen mit 10 FPS leben. Hm. Genau. Wenn wir in das Schiff gehen, haben wir hier erstmal die erste Klasse. Da werde ich auch, eingecheckt worden. Ich hoffe, es ist was langsamer, dann lag das nicht so. Genau. Ihr seht, es ist eigentlich relativ simpel gehalten hier, so ein bisschen mit dem Gelb-Rot-Stil. Und dann haben wir hier drüben den Eingang zu den ganzen Zimmern. Hat man ja in dem kleinen Trailer schon gesehen. Und hier ist meine Kajüte. Wenn wir also hier reingehen, seht ihr, es ist nicht wirklich groß, aber ist in den Schiffen nun mal nicht so, ne? Ein kleiner Kamin und was zum Lesen und hier drüben sind dann die Betten. Ja, so sind eigentlich fast jedes, also ist fast jedes Zimmer aufgebaut. Aber ja, es gibt dann natürlich hier noch Toiletten und alles, das ist aber ganz üblich. Ja, wir gehen jetzt mal, also wir gehen da mal lieber nicht rein, weil wir können ja mal kurz reinschauen. Die sehen ungefähr so aus und ja, ist von beiden Seiten betretbar. Wir befinden uns ja jetzt gerade im vorderen Teil des Schiffes, das könnt ihr auch unten neben meinem Inventar sehen, da ist so eine ganz kleine Karte oder ein Kompass oder whatever. Dann gehen wir mal über hier zum Speisesaal. Hier werden wir dann manchmal mit dem Captain speisen oder auch einfach ab und zu, einfach so. Ich habe ja ordentlich Geld dabei, das zeigt mein Reichtum, wisst ihr, ich bin ja eher so ein geiziger Graf. Irgendwie so. Ja. Genau, deshalb die erste Klasse hier. Dann können wir mal hochgehen. Dann geht's hier oben rüber auf Deck B. Hier sind dann hier von der zweiten Klasse, glaube ich. Oder auch noch erste. Oh. Wir brauchen echt mal einen Gebäudeplan. Hier ist ein Musiksalon und dahinter ist der Raucherbereich. Musiksalon gibt es nicht wirklich viel zu zeigen. Es ist einfach ein kleiner, ja, Aufenthaltsraum. Genau, dann gehen wir jetzt einfach mal hier raus. Dann kommen wir hier auf. Ich weiß gar nicht, wie man das erstmal in Schiffen, wer den Schiffen nennt. Hm, egal. Dann kommen wir hier auf jeden Fall auf einen kleinen Weg, der hier draußen an der Reling lang führt. Und. Oh, Alter. Ich weiß nicht, warum das gerade so schlimm ist. Ja, sogar auf die Fallen drin und sowas. Ja, ja. Genau, dann kommen wir jetzt hier rüber und dann geht's hier rauf zu Deck B. Nochmal. Und dann haben wir hier so ein paar, ja, wahrscheinlich für die Segel und alles, genau. Machen wir mal den hier. Viel angenehmer. Jetzt wieder der Eingang zur ersten Klasse, aber wir können ja mal hochgehen. Dann kommen wir nämlich jetzt hier. Auch zur ersten Klasse. Eieiei. Ihr merkt schon, das ist sehr verwirrend. Zutritt für erste Klasse Passagiere ab hier verboten. Wisst ihr was? Wir gehen hier mal einfach durch. Uns sieht ja keiner, ne?
Genau. hier können wir aber auch nicht wirklich viel machen. Hier oben geht es dann, glaube ich, sogar zur Brücke. Was sollte die Brücke sein? Nur Besatzung. Funker. Ach so. Ist doch gar nicht die Brücke. Ich glaube, hier irgendein Scheiß. Funker wahrscheinlich dann, der Funksprüche annimmt. Funker wahrscheinlich dann, der Funksprüche annimmt. Gehe mal ganz stark davon aus. Und hat sogar ein eigenes Bett hier. Zwei Betten? Okay. Also wir kommen von da unten. Und jetzt gibt es halt zwei Möglichkeiten. Und zwar, ja, per Voice Chat zum Beispiel Leute nur in bestimmten Radios hört. So, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Brücke möchte, keine Ahnung, irgendwas melden möchte, stellt man sich nämlich hier unten hin und dann ruft man hier, hallo, ich möchte gerne mit dem Captain sprechen. Die hören das dann und dann lassen die einen gleich durch. Wir können ja mal kurz hier hochgehen. Nur Besatzung. Ich bin jetzt einfach mal Besatzung. Genau, und dann sind wir hier auf der Brücke. Hier sind dann diese, okay. Dinger zum Steuern, Gas geben. Und, ja. Wie man sieht, sieht man nix. Genau. Ja. Dann gibt's aber für die Leute dann hier drüben. Ne, die Richtung war schon richtig, genau. Ja. Müssen die rüber gucken und denen dann sagen, ja, da lang, ne? Genau. Dann. Dann haben wir hier vorne auch ein Bug des Schiffes, oder Heck, ne, Bug, ne, doch Bug. Dann räumen wir wie Aufwärter. Okay, den kenne ich gar nicht. Den Waschraum, Toilette, Besatzung. Und hier geht's dann zur dritten Klasse, also das Schlechteste. Können wir auch mal reinschauen. Ihr kennt ja jetzt im Vergleich eins unserer Zimmer. Sind das wahrscheinlich, ah ja, genau. Ein dritte Klasse Zimmer, sehr wenig. Lass bitte mal raus, danke. Genau. Lagerhalter, Matrosen. Ich bin jetzt mal einer der Matrosen. Ah, okay. Ne, lieber nicht. Dann sind wir noch der Lagerhalter. Ich will nichts sagen oder so, ne? Aber wenn das ein Schrank sein soll. Sehr schöner Schrank. Was mich auch sehr überrascht ist dieses Fensterdesign. Hier haben wir zwei Glaspanes und hier anscheinend Glasblöcke. Hm. Ja, man muss mal beide Varianten austesten, ne? Gefängnis. Oh, schaut euch das Gefängnis an. Ist das nicht wunderschön? Genau. Dann gehen wir noch hier zur Ladeluke. Und da können wir kurz Abkürzung nehmen, weil hier oben war nicht weiter. Also war nichts weiter. Wir sind jetzt im Frachtraum gelandet. Genau, hier ist dann ja einfach Frachtraum, Essen, eigentlich oder noch mehr, eigentlich alles, was man so auf einem Schiff braucht. Genau, wenn wir jetzt die Leiter hochgehen, kommen wir hier in der Hauptschlafdingens für die Besatzung an. Ihr seht, es sind sehr, sehr viele Betten. Ja, also wirklich sehr viele. Ich hab noch einen zweiten Namen gesehen? Nee, schade. Würde hier einfach mal jemand vorbeilaufen, dann können wir dem ja mal Hallo sagen. Okay Leute, ich hab's gefunden. Und zwar gibt's hier eine kleine Luke. Hallo? Mit der wir hier runter können. Dieser Falltür, ne? So. Genau. Und dann haben wir hier so einen ganz großen, tiefen, tiefe Treppenhaus. Treppenhaus, keine Ahnung. Ihr seht, ich bin sehr gut informiert. Und es weckt der Akku. Das ist deliziös. Also, das ist wunderbar. Ja. Das ist echt schlimm. Genau, dann geht's hier mal runter. Und dann sind wir jetzt hier unten bei den Motoren angelangt. Mal kurz hier durchgehen. Denn es gibt noch diesen Bereich, wo man dann so ein bisschen Kohle und sowas reinmacht. Hier zum Beispiel. Ab runter und jetzt sind wir hier. Genau, Kesselräume auch. Ihr müsst jetzt bedenken, wenn der Captain oben dieses Ding zieht, also hier ist ja so ein Griff dran, hat man ja gesehen, das dreht er jetzt zum Beispiel runter und steht da jetzt zum Beispiel hier volle Kraft, halbe Kraft, langsame Fahrt oder Stopp. Und dann ist dann der Typ, der hier unten ja die Kohle reinschaufelt, muss dann selber volle Kraft, oh, ich muss mehr Kohle reinschaufeln, ne, macht er dann auch. Ja.
da, so war das Prinzip. Und hier kriegt er dann halt Kohle her. Aber ich frage mich, was passiert, wenn die Kohle ausgeht? Dann können wir ja nicht mehr weiterfahren, oder? Eigentlich nicht. Ja, soweit so gut. Ich schau mal, ob wir sonst noch irgendwas vergessen haben. Unterm Schiff gibt's nicht wirklich was Besonderes. Genau, die Rettungsboote kann man vielleicht nochmal erwähnen. Gibt's natürlich auch welche. Zweite Klasse, genau. Mal gucken, ob wir recht hatten mit der zweiten Klasse. Oh. Okay, wir sind anscheinend unten doch noch in der dritten Klasse gewesen. Oh, die zweite Klasse, die jetzt auch nicht schlecht. Im grünen Ton gehalten. Haben wir mal ein Beispielzimmer? Ah, nee, okay, gut. Doch, es war die zweite Klasse. Ich hatte schon recht. Gesellschaftszimmer. Kommt mir das Zimmer eigentlich auch kleiner vor? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass... Kann ich von weit nicht, aber so sieht es aus, als wenn das Zimmer kleiner geschrieben ist. Ja, doch, das ist angenehm hier. Also, ja. Wenn wir uns ja alle hier unten versammeln, der Captain wird noch eine Ansprache halten, dann werden wir aufs Schiff gehen, wahrscheinlich unsere Kajüten. Und dann werden wir weitersehen. Es werden auch unterschiedliche Events passieren, wie zum Beispiel ein Ausfall von Motoren und dann üben wir ab so Paniksituationen. Alles möglich. Und ja, damit soll es dann eigentlich... Oh, hallo Brayden. Er sieht uns gar nicht, warum sind wir... Lol. Genau. Dann soll es damit eigentlich auch schon gewesen sein. Und zwar so rum. Sehen wir auch das Schiff im Hintergrund. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn die Folge jetzt mal wieder ein bisschen laggier war. Ich überlege, ob ich hier noch eine kleine Room zu mache, aber ich glaube nicht. Es ist hier ein bisschen zu sehr unaufgeräumt. Wow, ich wäre fast mit meinem Fuß gegen den Ausknopf gekommen. Das hätte jetzt in der Katastrophe enden können. Ja gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und ciao, euer Red Gamer.